Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Fragenstock hier. Ja, heute kommt das meistgewünschte Video. Und zwar stelle ich euch meine komplette Parfümsammlung vor. Das geht natürlich nicht im einen Teil. Ich mache da mehrere Teile. Wahrscheinlich werden drei kommen. Heute sind meine Mainstream-Düfte. Das nächste Mal kommen auch Mainstream-Düfte mit Oldschool-Düften. Und dann werden die Nischendüfte folgen. Ich mache das so, weil. Ja, also der Tisch ist wirklich groß, aber er ist ja schon voll, deswegen sitze ich heute auch ein bisschen an der Seite, weil dann kann ich euch besser das zeigen. Ich mache das natürlich Freestyle, ohne, ja, große Schnitte am liebsten. Mal gucken, ob ich das alles so hinkriege. Auch der Dog kann mal was nicht wissen, beziehungsweise mal so auf die Schnelle nicht wissen, aber ich versuche es einfach mal. So, fangen wir mal an. John Varvatos, Artisan Pur. Ja. Geiler Sommerduft, zitrisch, pudrig, hält sehr, sehr gut. Sehr schöner Duft, leider müsst ihr mal sehen. Es wird ja immer teurer jetzt, weil die Firma Insolvenz gegangen ist. Aber sie wurde, glaube ich, aufgekauft, sorry, aber ich möchte nichts Falsches sagen. So, Bleu de Chanel Parfüm. Warum das Parfüm? Ich habe ja immer schon zu euch gesagt, das ist für mich die beste Version. Parfüm ist einfach männlich, männlich, holzig. Und deswegen einfach sehr, sehr nice. So, der nächste ist Insurrection 2, der sogenannte Aventus Dupe. Ja, nur in cremig. Hier ist das Rauchige weg. Ja, hier ist fast nur die Ananas plus das Cremige. Ist nicht schlecht gemacht, kostet ja auch nicht so viel. So, der nächste Aqua di Parisis und zwar Black Oud. Ja. Was soll ich zu der Firma sagen? Das ist eigentlich eine Firma, die viele Düfte nachmacht. Günstig ist, aber sehr, sehr gut nachmacht. Das muss man wirklich so stehen lassen. Black Oud erinnert so ein bisschen an, ja, Montal, auch Black Oud, nur der Montal ist ein Monster. Hier ist die Haltbarkeit zwar auch sehr, sehr, sehr gut, aber nicht so wie beim Black Oud. Aber wenn man 20 Euro nur ausgeben möchte, mit einer schönen OVP-Schatulle, dann sollte man hier zuschlagen. Ich werde natürlich jetzt nicht die Düfte verlinken. Also seid mir nicht böse, das werde ich jetzt nicht machen in dem Video oder beziehungsweise in der Sammlung, wo ich meine ganze komplette Sammlung vorstelle. Ich glaube, das wird ein bisschen too much sein. So, dann haben wir hier Yves Saint Laurent Eau Electrique von oder aus der Reihe Lanvin de Lhomme. Ja, muss man den haben? Im Endeffekt war ja, er ist gut. Dieses sportliche, süße, das übliche eben. Ich weiß nicht, ob man das haben muss. Ich habe ihn jetzt. Ich behalte ihn natürlich auch, wie gesagt. Aber es ist, sag ich mal, kein Muss. Im Gegensatz zu ihm hier, der Lom Ultim ist wirklich nice. Wirklich nice. Ich glaube, da ist Ingwer drin. Und dann die heftige, ja, vielleicht auch ein bisschen synthetische Frische. Aber im Sommer kommt der richtig gut. Einfach top. Wirklich nice. Ja. Dann haben wir einen Mandelduft. L'Homme Ideal von Guerlain, wie ich mal so schön sage. Das ist das Original. Ja, es ist ein sehr schöner Mandelduft. Cremiger. Hier fehlt leider ein bisschen die Haltbarkeit. Aber die Qualität von Guerlain ist einfach genial. Egal in welchen. Sie machen keine synthetische Düfte. Sie machen einfach. Ja, ob jetzt ihre normalpreislichen sind oder die teuren. Sie machen einfach top. Düfte. So, nochmal ein Aqua di Parisi und zwar der Musk Sultan. Ja, das ist ein blumiger, pudriger Duft. Auch seifiger Duft, finde ich. Kann man auch benutzen, aber auch, muss man auch nicht. Wie gesagt, die kommen aber alle in einer schönen Schatulle. Genau wie der nächste hier und zwar der Haute Couture. Das oder den habe ich ja schon vorgestellt. Das ist ein wirklich sehr, sehr nicer Rosenduft. Und wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, wer einsteigen möchte in die Oud-Welt, hier ist natürlich kein echtes Oud drin, der kann hier einsteigen für 20 Euro. So, Punkt. Ganz einfach. Richtig geiler Duft. Richtig geiler Duft. So, der nächste. Ja, Ultramel. Was soll ich da noch zu sagen? Ultramel, das ist die alte Version noch, die sehr, sehr lange hält. Ich habe den zweimal, der steht hier irgendwie. Doch, hier ist er. Dann kann ich die gleich abhaken. Ich habe zweimal, einmal die 75er ist das, glaube ich, und einmal die 125er Version.
Ultramel, die super süße oder der super süße Duft. Sehr geil. Und hier ist noch die Haltbarkeit. Ich habe gehört, ja, die neue soll einfach nicht gut sein. So, dann haben wir Lanvin de l'Homme Intense. Einer für mich, oder für mich eigentlich der Beste aus der Reihe. So sexy. Oh, einfach genial. Einfach genial. Also wenn ihr den habe ich auch zweimal. Habe ich den hier, müsste ich mal, ja, das ist jetzt schwierig. Kommen wir später zu. Den habe ich zweimal, der müsste hier eigentlich auch stehen. Sei denn, der kommt dann im nächsten Video, weil ich den hier jetzt nicht stehen habe. Egal, der nächste, den muss man in der Sammlung haben. Acqua di Gio Profumo. So, klar. Acqua di Gio Profumo muss man einfach haben. Der Weihrauch, aquatisch. Das muss man erstmal hinkriegen. Ein sehr, sehr geiler Business-Duft. Den sollte man in der Sammlung haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier hinschaffe, mal in die Ecke hier. Das ist gar nicht so einfach. So, den haben wir dann als nächstes. Eau de Sauvage Parfüm, 2017er Version. Absolut genial. Absolut genial. Einer der besten. Der wurde ja neu gemacht. Ja, soll ich auch Reformulierung, aber einer der ersten Güte. Wirklich extra klasse. Sehr, sehr nice gemacht. Also sehr top. Super Qualität. Da hat die Ohr, also habt ihr eigentlich Gegensatz zu den 2012er Version, die ein bisschen dunkler ist. Die 2012er müsste auch hier stehen. Naja, wie gesagt, kommt er noch. Sehr geile 2017er Version. So, hier. Le Male. Und das ist die Version von 1995. Ja, die allererste Version. Die Vintage-Version. Was soll ich zu den Monster sagen? Immer noch sehr, sehr nice. Hält wunderbar. Absolut geil. Der Lavendel da drin. Monster in Ausstrahlung. Silage. Ja, da könnten wir eigentlich auch gleich den hier nehmen. Da haben wir ihn. Das ist die neue Version. Ich weiß nicht, ob man das hier im Video sehen kann. Natürlich kann man das jetzt nicht so sehen. Die Flüssigkeit gelb, hier durchsichtig. Aber ich muss sagen, die neue Version, trotzdem hält sie noch sehr, sehr lange. Ich habe das so oft in meinen Videos erwähnt. Ihr nehmt sie nicht wirklich wahr, aber andere auch noch nach 11 Stunden. Nochmal die Geschichte. Den hat einer an der Tankstelle vor mir getragen. Die ganze Tankstelle hat danach gerochen. Der hatte nicht die alte Version. So, das ist Fakt, dass man den nicht, leider nicht selber wahrnimmt. So, hier der nächste sexy Duft für den Mann. Deutsche Gewanne, The One. Eure Parfüm natürlich. Ja. Oh, wenn der länger halten würde, dann wäre es einer, der wäre ganz oben mit. Aber leider ist die Haltbarkeit leider schwach, schwach. Und aber trotzdem sollte man ihn haben, wenn man zu Hause bei seiner Frau oder im Bett bei seiner Geliebten, was auch immer, dann könnt ihr diesen Duft ertragen. So, der nächste, L'Homme Intense, Yves Saint Laurent. Ihr merkt, Yves Saint Laurent habe ich auch einige. Ja, das ist ein sehr geiler Duft. Würzig, süß. Viele sagen zu süß, ich finde nicht. Top, passt auch zu einem Date, finde ich. Ja, passt alles sehr, sehr nice. So, der nächste, das Original hier, der sexy Duft. Lanvin de l'Homme. Ja, aber leider wurde auch der reformuliert. Ich muss hier aber dazu sagen, die 2019-20 Version hält wieder gut. Und das sagt nicht nur ich inzwischen, sondern auch andere. Das ist die 20er, glaube ich, oder 19er. Das kommt auf an, wann der hergestellt worden ist. Aber dann habe ich ihn gekauft. Und hier, das muss ich dazu, nehme ich gleich mal vorweg. Hier ist die 200 ml. Hier habe ich natürlich eine doppelte Ausführung. Ja, sehr nice, sehr geil. So, jetzt wird es hier ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, das so zu machen. Aber egal, ich mache das für euch. Leute, bleibt dran. So, hier. Dior Parfüm. Dior Homme Parfüm, einer meiner Signaturdüfte. Dieser Duft. Haltbarkeit Monster. Silage Monster. Geiler Duft. Hammer. Oh, pudrig, Rose, Leder. Ich habe gehört, der wurde auch geändert, aber ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen. Dann gibt es ihn gar nicht mehr, denn doch wieder, ach was weiß ich, auf jeden Fall, wer den hat, sollte ihn behalten. Das ist ein King. So, das ist wirklich ein King. So, hier, was haben wir hier? Pure Coffee von Thierry Mugler aus der Amen Collection. Ja, nicht mehr zu bekommen oder sehr schwer zu bekommen. Schöner Kaffeeduft.
Natürlich geht auch der wieder ein bisschen in die, ja, in den Milchkaffee. Ich finde immer, so einen richtigen Kaffeeduft muss man, es ist schwierig. Meistens gehen sie in Milchkaffee, erst am Anfang schon Kaffee und dann doch auch Milchkaffee. So, Pure Shot, Pure, da muss ich mal nachschauen, das ist Pure Shot, hat zwei Namen, steht hier nicht drauf. Manchmal steht das hier drauf, manchmal nicht. Das ist der Pure Shot, Pure Energy, genau, Pure Energy, Pure Shot, der, so heißen die. Sehr geiler Duft, einer heuzig frisch, ist wirklich sehr, sehr frisch, im Sommer perfekt. Pure Energy oder Pure Shot, wie auch immer, der kommt wirklich nice. So, und dann, ja, was soll ich dazu sagen? Boss Bottle Intense, die Intense-Version ist einfach noch geiler als die Original, obwohl das Original ist eben unerreicht, sagt man ja so. Aber hier, das geht einfach mehr in die, ja, in die alte Version, der Apfelkuchen, wie ich immer so schön sage, oder wie einige sagen, sehr, sehr geil. Ja, ja, jetzt kommen wir zur nächsten, Valentino Uomo Intense. Das ist auch noch die alte Version, ein Glück noch bis hierhin voll, Monster in der Ausstrahlung, Monster in der Zellage. Auch der soll, oder ja, der ist reformuliert worden, angeblich ins auch Negative, ist natürlich schade. Aber wer die alte Version hat, also nicht verkaufen, weil ihr Geld braucht oder, ja gut, dann ist es nicht immer so einfach, aber ihr solltet ihn behalten. Fahrenheit, muss man nicht viel zu sagen, Kultduft sollte man in der Sammlung haben. So, machen wir mal hier weiter, Dior Homme Intense. Ja, der Lippenstiftduft, ja, sehr geil, pudrig, die Iris, sehr, sehr nice. Ja, nehmen wir mal weiter. So, der neue. Das ist der Ultimate von, da musste ich wirklich mal nachschauen, weil es gibt ja auch noch ihn hier, aber das ist der Cryptomint. Ultimate, das ist ein ja, süßer, frischer Duft. Der ist jetzt aktuell bei der Jahreszeit sehr, sehr gut tragbar. Auch eigentlich das ganze Jahr gut tragbar. Kann man haben, muss man aber nicht. So, hier haben wir Boss Bottle, das Parfüm. Es ist gut geworden. Es ist süß. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass heutzutage zu wenig, ja, sie machen sich nicht wirklich viel Gedanken und das ärgert mich ein bisschen. Das muss man wirklich so sagen und ja, aber was soll's. Man kann das nicht ändern als Endabnehmer, aber viel Lust und Liebe stecken sie aktuell nicht rein. Er ist gut, er ist wirklich gut. Ne, das meine ich nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine. Da muss auch mal wieder irgendwas. Ja, deswegen auch die Nischenwelt. Das ist so ein anderes Thema mal, warum vielleicht oder im Endeffekt die Nischenwelt immer besser ist als die Mainstream-Düfte und warum eigentlich auch die Läden online gerne umstellen würden auf Nische, aber sie es immer noch nicht trauen. Das werde ich auch demnächst nochmal erläutern. Da habe ich einiges gehört. Aber ja, man kann sich das ja vorstellen. Natürlich haben viele Angst wegen dem Preis, aber der Trend geht auf jeden Fall direkt nach oder zur Nische, weil der Mainstream eben abbaut. Das hier zum Beispiel, der Ultrasest, ist mal was anderes. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Gibt es nicht mehr. Sehr geiler Duft. Nicht wirklich wie Orangeneis, wie manche sagen. Wenn so Orangeneis schmecken würde, dann würde es ja nicht essen. Aber sehr cooler Sommerduft. Der kommt schon wirklich nice. So, dann haben wir hier, wow, aber das The Parfum. Das Parfüm ist fast, ja, im Moment habe ich so gesehen, glaube ich, ganz schwierig zu bekommen oder fast nirgendwo, sondern immer nur das Eau de Toilette. Hier ist das, oder für die Frau ja, aber nicht für den Mann, das Eau de Parfum. Schade, es ist ein ziemlich würziger, cooler Duft. Ich kann jetzt nicht, seid mir nicht böse, jetzt für jeden so eine lange Ausführung machen, das ist klar, ne? So, hier, kurz halten, Boss Bottle, das Original, was ich eben schon gesagt habe, unerreicht, der Apfelkuchen. So, hier, Sauvage Eau de Parfum für abends, im Sommer, sehr, sehr nice, auch im Büro oder eben das Original Eau de Toilette. Alles hier noch die alten Versionen, auch hier wurde reformuliert, wieder ins Schlechte. So, dann haben wir einen Zara und zwar den Tobacco, in der Tobacco, ja genau, die Tobacco Collection, und zwar Wedge Warm Attractive oder wie das da heißt, genau. Sehr cooler, günstiger, wirklich sehr, sehr günstiger Duft, der
Tabak und Süße beinhaltet, wirklich nice. Wirklich nice für den Preis. Ich glaube, der kostet 12 Euro. Mein Gott, kann man nichts sagen. Oh, hier sehe ich ihn gerade. Allure-Umsport O-Extreme. Wie oft habe ich ihn vorgestellt? Muss ich jetzt nicht mehr hier. Wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr wollt, dann diesen Duft. Absolut genial. Pure Wood. Auch wieder aus der Angel Terre Mugler. Ich habe ja alle Flanker. Sehr, sehr geiler Duft. Auch hier schwer zu bekommen. Leider, leider. Dann er hier. Mercedes-Benz Cologne. Noch verfügbar, aber nicht mehr so einfach. Wer das Dior Cologne nicht kaufen möchte, weil es ein bisschen teurer ist, gibt es noch für 75, ein bisschen billiger manchmal. Das sind hier die große Flasche, die sich auch sehr nice ausschaut. Riecht identisch, wirklich identisch. Ich sage das selten, aber der ist wirklich sau identisch mit den Dior Cologne. So, hier Spice Bomb Extreme. Im Winter einfach. Ja, ein Must-Have. Das ist der King. Sehr, sehr nice. Jetzt wird das hier ein bisschen eng. Muss ich mal gucken. So, hier. Das ist, ich verwechsel das immer mit den anderen, auf die schnelle Pure Malt. Genau. Pure Malt, das ist, was die Leute alle haben wollen. Den gibt es auch, glaube ich, noch. Schlag dazu, wenn ihr diesen Duft haben wollt. Da ist Torf drin, Whisky. Sehr, sehr cool. Sehr cool gemacht. Dann haben wir hier Angel, das Original in Lütt. So, haben wir auch gleich den großen nochmal in Metall. Ja, das ist noch ein bisschen älter, der hält also noch wirklich sehr, sehr gut. Ach, hier haben wir ihn. Da haben wir wieder den Intense von Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. Ah, das ist so ein Traumduft. Ja, das ist absolut einfach genial. So, als nächstes Givenchy Gentleman. Das Parfüm hier, die Iris. Ach, ich habe ja gesagt, die, wo war der? Hier. Und dann natürlich auch den Dior dazu. Die drei von der Tankstelle habe ich auch vorgestellt. Das Video passend zusammen. Hier noch ein bisschen etwas süßer, etwas anders noch, aber auch sehr stark, sehr nice. So, Givenchy Pi oder Pi haben wir hier. Ein sehr genialer Winterduft. Den solltet ihr auf jeden Fall mal unter die Lupe nehmen. Kommt wirklich sehr, sehr nice. So, hier haben wir einen, da muss ich jetzt nachschauen. Das ist Swiss Arabian Wakan. Und das ist ein ziemlich ausgefallener Duft, der jetzt, oh, der ein bisschen wie Chemie rüberkommt, aber frisch, nicht zitrisch, stechend, aber irgendwie saugeil ist und vor allen Dingen eine sehr starke Haltbarkeit hat. Den müsst ihr mal, und der kostet nicht viel, soweit ich das weiß. Ich habe früher nicht viel bezahlt. Riesen OVP, sehr geil. Ihr müsst den mal, der kommt im Sommer richtig nice. Auf dem Bild ist eine Wüste abgedruckt. Ja, da würde da auch passen, wenn es heiß ist, aber denn dieses stechende, das ist ganz, der ist ganz schwer, das ist ein sehr einzigartiger Duft, den ich so weit noch nicht gerochen habe. So, Chorus Buddy oder Buddy Chorus, früher hieß er Buddy Chorus, heute heißt er Chorus Buddy, nur mal nebenbei. Also wer die Vintage-Version hat, ist das Buddy oben und das Chorus unten. Aber egal, haben sich nicht viel geändert. Ich hatte die Vintage-Version auch, ich kenne die, und ja, es ist ein Eukalyptusduft, ein süßer Eukalyptusduft. Wer den haben möchte, sollte hier zuschlagen. So, dann haben wir Encre Noir mit als Sportversion. Viele schreiben mich ja an, diese ganzen Flanker, also ich finde ihn hier am besten. So, alle anderen mache ich nicht. Ja, der Sport ist wirklich geil. Das kann man nicht anders sagen. Wirklich geiler Duft für wenig Geld. Ja, Spice Bomb, das Original, muss man nicht zu sagen. Weihnachtlicher Duft. Auch hier natürlich das Extreme mit den Vanille stärker. Hier ist einfach ein bisschen mehr Lebkuchen, sagen wir mal so. Finde ich sehr, sehr nice. So, hier Spice Bomb Night Vision. Das ist aber das Eau de Toilette und nicht das Eau de Parfum, die neue Version. Den muss man eigentlich nicht haben. So, es ist ein Duft, den man nicht haben muss. Ich habe ihn jetzt, aber es ist ja kein Muss. So, dann haben wir 1 Million Privé. Das ist ein Duft, den solltet ihr in der Sammlung haben. Wenn ihr ein 1 Million Fan wart, aber jetzt nicht mehr seid,
das hat nichts mit den One Million zu tun. Das One Million ist wirklich nicht mehr, ja, es ist nicht geistreich mehr. Also, ach ja, das sollte man auch nicht mehr tragen. Aber der Privé ist wirklich top. Und weil ich jetzt gerade gesagt habe, das One Million sollte man nicht mehr tragen, das ist das Parfüm. So, das Parfüm ist aber, geht wieder in die alte Richtung. Und das ist wirklich sehr, sehr nice und kommt auch richtig gut. So, dann haben wir in einem sehr schweren Flakon, das kriegt ihr auch in so einer Glasschatulle, muss man nicht haben, mit einem Comic dazu, ach, muss man alles nicht haben, genau wie den Duft, eigentlich nicht. Das ist der einzige, den ich wirklich nicht gut finde, und das ist der B. Da ist Rhabarber drin, synthetischer Rhabarber. Pff, er riecht gut am Anfang, aber wenn ihr ihn auf der Haut habt, ne. Ist nur in meiner Sammlung, weil ich die anderen alle habe. Und ja, nehme gleich den nächsten. Und das ist der, ja, den werde ich einblenden, das ist der französische Titel. Aber ich komme gar nicht drauf, wie der aktuell heißt. Auf jeden Fall, das ist der sogenannte Currywurst-Duft. Wirklich, der riecht wie Ketchup und Currywurst. Aber das hat was. Viele sagen jetzt, aber das ist, das hat schon Stil. Das hat wirklich Stil. Und wer den hat, sollte den gut, also das ist eigentlich aus der Reihe. Also wenn ihr die ewig sucht, um die noch zu bekommen, der wird eigentlich am schwersten werden, glaube ich. Sehr geil. Sehr geiler Duft. So, hier haben wir den, das ist der Quip de Mint. Ja, das müsste der Quip de Mint sein, genau. Das ist im Endeffekt After Eight zum Aufsprühen. Hat schon Stil. Kommt wirklich nice. So, jetzt gehen wir das mal durch. Hier ist Pure Leather. Der Lederduft mit der Amen in DNA kommt auch sehr nice. Dann natürlich Pure Havan. Ja, der Honigduft, Tabakhonig, vergleichbar mit Nexus von Search of, aber das ist eine andere Liga, das muss man einfach so sagen. Das habe ich nun oft auch erwähnt, aber er ist trotzdem sehr cool, wer für den Search of nicht so viel Geld ausgeben möchte, aber man hat schon einen Unterschied, also da merkt man wirklich einen Unterschied, aber wenn man ihn noch bekommt, ich weiß das nicht, also es ist schwierig, ich glaube nur noch den Amen Original Pure Malt bekommt man, bei ihm bin ich mir auch schon nicht mehr so sicher. So, nehmen wir mal hier weiter, Jaguar Gold. Also wenn ihr einen günstigen Duft haben wollt, der ein bisschen in Richtung Leighton geht, aber nur wirklich ein bisschen, weil viele das immer vergleichen, dann holt euch den. Ich sage euch mal eins, es ist zwar nicht so unbedingt zu vergleichen, aber hier wurde ja reformuliert und er ist ja nicht mehr so doll. Dann könnt ihr den hier als Ersatz nehmen. Lasst das mal so stehen. Ne? Ich lasse das mal so stehen. Ist wirklich so. So, dann haben wir ein Alien für Man. So, und das ist, das weiß ich jetzt aus dem Kopf so schnell nicht, Fusion. Alien Man Fusion. Die Reihe, das ist der blaue, das kann man hier ein bisschen schwer sehen. Das ist, ja, der wird immer ein bisschen, oder allgemein hier, nehmen wir gleich mal das Original. Die werden ziemlich schlecht gemacht. Ich finde sie gar nicht schlecht. Die haben was und haben auch eigentlich eine gute Hypercard. Ich weiß gar nicht, was so viele haben, aber wie gesagt, das ist Hauttyp, ist natürlich immer anders, aber der ist wirklich top. So, genau wie der nächste, und zwar wieder Eau Sauvage. Ja, Eau Sauvage, das Original. Was soll ich zu dem Duft sagen? Oldschool, frisch, würzig. Der Signaturduft von Papa Steve McQueen. Ja, eleganter Duft von früher. Da haben wir dann noch das Cologne dazu, wenn es ganz frisch sein soll. Auch gut. Und dann nochmal die 2017 Version in groß. Da haben wir sie. Habe ich sie vorher nicht gesehen. Sehr geil. Und hier haben wir die 2012er Version, die ein bisschen tiefer ist als die 17er Version. Weil hier ist die Myrrhe drin. Das ist schon ein bisschen anders. Und ja, der ist, sie sind beide sehr, sehr geil. Wirklich beide sehr, sehr geil. So, hier haben wir Paco Rabanne Invictus, aber in der Onyx, glaube ich, ist das, ne? Es müsste Onyx sein, wie auch immer, in der Version. Das ist keine andere Version, weil viele das fragen, im Gegensatz zu ihm hier. Das sind zwei, das sind die gleichen. So, vielleicht ist der Batch ein bisschen anders, dass der vielleicht 2% vielleicht fruchtiger ist. Aber im Endeffekt, ja, wer Paco Rabanne Fan ist und vor allen Dingen Invictus, kann da zuschlagen. So, was haben wir hier? Vibrant Leather, Sarah,
auch wieder Aventus Dupe. Günstig, kann man tragen mit einer der besten Aventus Dupes. So, hier, schwer zu bekommen mit der Rasierklinge hier. Das ist der, da komme ich jetzt nicht drauf, das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber das ist ein Ableger von Le Male. Ach man, jetzt komme ich da nicht drauf. Leute, sagt mir das. Ich werde es einblenden. Terrible. Ne, ich brauche es nicht einblenden. Terrible. Sehr geil. Bisschen leicht. Also da geht das Le Male ein bisschen ins Frische rein. Ein bisschen ins Frische. Sehr starke Haltbarkeit. Sehr starke Haltbarkeit. Wurde aber auch eingestellt. So, hier. Auf die Schnelle habe ich immer diese. Das ist der Kokosduft von Le Male. Ja, genau, das Parfüm, Le Parfüm ist es, glaube ich, ach Gott, das ich, nee, werde ich einblenden. Ja, der Doc kann eben auch nicht alles so auf die Schnelle, vergiss mal, bei so viel Düften das auch, auf jeden Fall sehr cooler Kokosnussduft, kommt richtig gut frisch und dann die Kokosnuss und dann die Süße. So, Aviator haben wir hier, das müsste Aviator sein, natürlich, das ist Aviator. Ist gut, hält ganz gut, muss man aber nicht haben. Aber kann man haben, wenn man die Sammlung haben möchte. So, das nächste, Le Parfum. Sollte man haben, wenn man aus Frankreich die Version hat. Die spanische Version soll nicht so lange halten. Ja, aber im Endeffekt, ja, viele haben was anderes erwartet. Ich auch im Endeffekt, aber trotzdem ist er gut. So, lassen wir so stehen. So, hier, Sadiq & Voltaire. Den sollte man auf jeden Fall auch haben. Ist spät in meine Sammlung gewandert. Aber hat richtig Stil mit so einer kleinen dunklen Vanille wieder. Ja, ein Vanilleduft, pudrig. Sehr, sehr nice. Bleu de Chanel, das Original Eau de Toilette. Vorhin hatten wir das Parfüm hier. So, das Eau de Parfüm. Oh, das Parfüm habe ich nicht mehr, weil das liegt dazwischen. Ich brauchte nur das Frische hier. Ihr braucht wirklich nur das, finde ich. Das ist meine Meinung. Das Parfüm und das Eau de Toilette. Punkt. Nicht das Eau de Parfüm. So, Havas. Die bessere Variante von Paco Rabanne's Invictus. Das habt ihr hier. Havas. Richtig nice, von Rassasi, nice, Haltbarkeit stark, Ausstrahlung stark, nicht so penetrant, trotzdem süß, sehr geil. So, hier Ferrari, Assassin's Oud, nicht mehr zu bekommen, aber war einer der besten Oud-Düfte mit Rose, wirklich geil. Auch hier natürlich kein richtiges Oud drin, wie die Leute, die ständig das sagen. Natürlich ist hier kein richtiges Oud drin, aber hier, sehr geil. Wenn ihr den bekommen könnt, schlag dazu. Hier, Boss Bordel Oud. Das ist mal was ganz anderes, auch eine ganz andere Art Richtung Oud. Soll angeblich echtes Oud drin sein. Das wird nicht sein, nicht für den Preis. Aber egal, scheiß drauf. Der Duft ist geil. Würzig Oud, mal ganz anders, ganz anders. Also den solltet ihr auf euer, ja, auf euren Schirm haben, wirklich nice. So, Mercedes-Benz. Und das ist der... Das ist, glaube ich, die normale Version von Mercedes, von der Club-Version, Club Edition, die normale Version. Ziemlich cooler Duft, süß. Ich glaube, da ist auch Rhabarber drin. Ich müsste jetzt lügen. Sehr cool. Muss man aber auch nicht unbedingt haben, im Gegensatz zu den Black Club, der wirklich nice ist. Den solltet ihr haben. Dunkle Vanille, stark, habe ich oft vorgestellt in letzter Zeit. Der hat schon Stil. Genauso wie der Select Night. Sehr fruchtig. Pudriger Duft, schöner Flakon, geiler Sprüher. Leider so selten benutzt bis jetzt. Weiß ich gar nicht warum. So, Bentley Intense. Bentley Intense, leider auch reformuliert worden, trotzdem immer noch gut. So, hier natürlich sehr, sehr stark allerdings die Haltbarkeit. Dann haben wir einen ganz günstigen Tabacco Vanille Dupe und zwar Warm Black von Zara. 75% Tabacco Vanille von Tom Ford. Wirklich nice. Ja, kommt wirklich sehr, sehr gut. Dann der beste für mich, der One Million Lucky. Dann die Haselnuss und Hintergrund mit der Süße kommt wirklich top. Wirklich nice. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, weil es ist ja auch noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt noch Bock. Und hier den Tisch kann man noch ein bisschen drehen. Das hätte man auch machen können, aber lassen wir es mal so stehen. So, hier von meiner Frau, ihr Lieblingsduft an... Ja, an meiner Person, wenn ich ihn trage, dann wird meine Frau wahnsinnig. Und zwar L'Homme Ideal Cologne. Am Anfang haben sie alle den belächelt. Nachdem er eingestellt worden ist, finden sie ihn alle gut. Echt amüsant.
einer der geilsten zitrischen Düfte, der leider nicht so lange hält, aber trotzdem wirklich sehr, sehr nice ist. So, hier haben wir Pur Tonka, für mich der beste Ableger von der A-Man-Reihe, sehr, sehr geil, Cappuccino, wie ich immer so schön sage. Also wirklich nice, hier liegt die Betonung auf nice. So, Azaru, wie heißt der hier nochmal, das müsste, das ist der Wanted by Night, glaube ich, ne? Ja, benutze ich nur so selten, deswegen, aber Top-Duft, ne? Top-Duft, wirklich auch eine gute Haltbarkeit, sorry, richtig stark, richtig gutes Zeug. Dann haben wir Allure Homme Blanche Edition. Wenn ihr einen richtigen Zitronenkuchen haben wollt als zum Aussprühen, dann ist das euer Duft. Also wirklich top. Also das von aller Chanel macht ja, Leute. Was soll ich zu Chanel sagen? Sie machen einfach gute Düfte. So. Prada L'Homme Intense. Das ist wirklich gut für abends im Sommer und im Winter. Ich weiß, das Original sehe ich gerade, ist hier gar nicht. Wo habe ich das denn hingestellt? Okay, habe ich hier gar nicht. Dann wird das in der, im nächsten Video kommen. Hier ist auf jeden Fall das Intense. Ist doch das Intense, ne? Ja, ja. Prada L'Homme Intense. Sehr geiler Iris-Duft. Sehr, sehr schön. So, ja, was soll ich sagen? Muss ich nicht viel zu sagen. Job Om sollte in jeder Sammlung sein. Hier die 2019er Version. Ich habe auch noch die ganz alte. Aber egal, dieser Duft sollte in dir oder in eurer Sammlung sein. Amav Niche Oud, einer der geilsten Düfte aus diesem Haus. Leider, das wusste ich selber nicht, irgendwie nicht mehr zu bekommen. Oh, das ist so ein starker Duft. Auch hier wieder die dunkle Vanille. Richtig geiler Duft. Ja, jetzt ist hier schon ein bisschen voll, jetzt komme ich da schon nicht mehr ran. So, jetzt haben wir hier Instant, oder nee, das ist der, hier steht das, der sogenannte Schokoladenduft, Eau de Toilette von Guerlain, wie ich immer so schön sage. Der Schokoladenduft von Guerlain, den sollte man auf jeden Fall in der Sammlung haben. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob der noch produziert wird. So, dann haben wir hier nochmal den Invictus. Das ist, ja, welche Version ist das? Es gibt inzwischen, das weiß ich auch nicht mal, ich selber, so viel Ableger. Das müsste das neue Cologne sein. Ja, genau. Ich glaube, das ist das Cologne. Das ist das neue Cologne. 2018, glaube ich, rausgekommen. Ja, 18. Weil da hinten steht das alte noch. Armani Code, absolut. Sollte auf jeden Fall in der Sammlung sein. Viele fragen ja, Profumo oder ihn oder das Gold, das ist genau das Mittelding, wirklich top, habe ich letztens getragen, der ist stark. So, hier, L'Homme Ideal Parfüm, der leichte Kirschduft, ziemlich cremig, richtig cool, hier muss ich wieder nichts zu sagen, weil diese ganze Reihe, da kommen wir auch gleich noch zu den Sport, und zwar den haben wir hier, oh Leute, das ist der Sport, es ist immer auf Mandel aufgebaut. Den könnt ihr wirklich zum Sport tragen. Einer der besten Düfte zum Sport. Wirklich, Leute, wirklich. Sehr nice. So, dann haben wir hier Yves Saint Laurent Y. Natürlich das Parfüm. Da kommt ja auch inzwischen eine neue Version jetzt raus. Bin ich mal gespannt. Ja, ziemlich penetrant, süß, aber ist nicht schlecht. So, Egoist Chanel. So, Egoist Chanel sollte natürlich in keiner Sammlung fehlen. Das ist ein schöner Männerduft. Also, so lecker, so genial. Top. So, es ist jetzt hier langsam voll, aber es kommen jetzt nicht mehr so viele. Jetzt haben wir noch einen Platin Egoist natürlich. Der sogenannte Barbershop Chanel. Ja, richtig geil. Also, wenn ihr einen schönen, richtig geilen Barbershop-Duft haben wollt, dann ist das hier euer Duft, euer Mann. Wirklich. Da liegt die Betonung wirklich auf nice. So, dann haben wir Ralph Lauren. Das ist, von Ralph Lauren bin ich jetzt nicht so, das ist Eau de Parfum. Das ist die Wet Edition, glaube ich. Ja, habe ich schon ein paar Jahre, habe ich auf ein Kreuzfahrtschiff gekauft. Kommt nice, ist sehr süß, habe ich aber seitdem irgendwie nicht mehr getragen. Kann man aber haben. So. Jetzt kommen wir hier, das ist das, was ich meine. Das blende ich ein. Das ist eine süße Variante, noch süßere Variante von
Invictus geht in die... Ach Leute, das ist jetzt... Ich werde das einblenden, das ist dann... Ja, ich komme nicht... Ja, das muss man auch vielleicht nicht unbedingt wissen. Hier haben wir noch auch eine Version. Das ist das Intense, glaube ich. Das müsste das Intense sein. Also seid mir nicht böse, wenn ich die ein bisschen durcheinander bringe. Hier, das ist der Onyx, wie der heißt. Das ist das Original. Und dann hatten wir eben das auf jeden Fall hier. Das ist auf jeden Fall das Cologne oder was das da ist von 2018. Und wie die heißen, weiß ich es aktuell nicht. So, ist jetzt auch nicht so wild. Dafür weiß ich, wie der hier heißt. Und das ist der The Sand von Hugo Boss in der großen Flasche. Das ist so ein geiler Flakon, so ein geiler Duft. Und den kann ich hier mal sprühen. Ich habe hier noch nicht gesprüht heute. Ja, aber die Haltbarkeit. Wenn die nicht so schlecht wäre. Echt traurig. So, der nächste. Ultraviolet Man, hier der Tackerduft, wie ich immer schon schön sage, aber schöner Duft, richtig genial. Habe ich bei einer Frau das erste Mal im Restaurant bei der Kellnerin gerochen und habe sie einfach mal gefragt. Es ist ein Männerduft, sie hat ihn getragen. Der kommt richtig gut, ein sehr schöner Duft von Paco Rabanne übrigens auch. So, dann haben wir jetzt nur noch, das ist wieder der Fleur de Mel, keine Ahnung, das ist... Also keine Ahnung, sage ich immer wegen Aussprache. Fleur de Mel, das ist ein sehr blumiger Duft, milchiger, blumiger Duft für den Mann, auch nicht mehr zu bekommen. Da muss man Eier haben, den zu tragen, sagen wir mal so. Sagen wir mal wirklich so, da muss man Eier haben. So, jetzt haben wir noch zwei. Und zwar hier haben wir, das ist ja das, Mensch, wie heißt das, das Sport oder Cologne? Welches ist denn das hier? Ich werde das, wie gesagt, einblenden. Meine komplette, alle Düfte, nur die sind komplett weg aus dem Kopf. Warum auch immer. Das ist die 2016-Version, da habe ich noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall sehr geiler Sommerduft. So, und gut zu guter Letzt haben wir den Rochas Man, glaube ich, ist das. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, das ist auch irgendwann too much. Das ist wirklich zu viel, also seid mir nicht böse. Ich glaube, das ist der Rochas Man. Ein sehr geiler Kaffeeduft. Das ist natürlich auch ein sehr geiler Flakon. Da kann man so einige Sachen mit anstellen. Das ist die alte Version noch. Die Vintage-Version hier. Das ist auch ein Unterschied zur aktuellen, wirklich ein Unterschied. So, das war's. War ein erster Teil zu meiner kompletten Parfümsammlung. Seid mir nicht böse, wenn ich einige nicht auf dem Schirm habe, warum auch immer. Ich glaube, das ist das Intense. Aqua 2016, Aqua 2018, Original, Onyx oder wie der heißen soll. Und den weiß ich nicht. Das ist der Einzige, der aus dem Kopf weg ist. Den werde ich aber einblenden. Oder auch nicht, es ist ja jetzt nicht so, ihr wisst ja. So, es geht ja eigentlich nur um meine Kollektion, dass ihr mal seht, dass ich die Düfte auch besitze etc. und so weiter und so fort. Ja, das war Teil 1. Ich denke mal, Teil 2 wird jetzt nicht gleich hinterherkommen. Weiß ich nicht, schauen wir mal. Es ist viel Arbeit. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kommen das nächste Mal noch die anderen Mainstream-Düfte. Plus 10 Dupes von Firmen, die also keine richtigen Firmen, sondern die Düfte nachmachen, habe ich auch dazwischen. Da werde ich dann eine kleine Geschichte in dem Video dazu erzählen, warum ich die habe. Das sind Dupes von älteren Düften, weil ich hatte die alte mal, die älteren, aber die älteren werden ja auch irgendwann mal leer sein. Ich habe die alle original gehabt und habe sie jetzt, sag ich mal, ja, als Dupe. Aber ich kaufe, wenn ich sowas habe, ach komm, ich will das jetzt nicht erzählen, das werde ich im nächsten Video machen, sonst sprengt das hier den Rahmen gerade. Und dann als drittes Video, denke ich mal, 3-4 Videos werden kommen, werden die Nischendüfte natürlich auch noch vorgestellt, klar. So, Leute, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Fragrance Talk.